Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Calvin. Und heute werden wir Cornflakes zusammen mischen, und zwar alle möglichen Sorten, die man so kennt. Yes, wir haben hier schon eingekauft, also gestern haben wir eingekauft. Da haben wir schon einige zusammenbekommen. Hier so Cineminis für Arme, Toppers, Smacks, Honey Loops, bla bla bla. Ja, wie ist das? Ananas, das sind glaube ich 12 Sorten. Ja, aber da fehlen noch ein paar Sorten. Da fehlen noch viele Sorten. Wir gehen noch einkaufen jetzt, würde ich sagen. Genau. Und suchen uns den Rest zusammen, sowas wie Fruit Loops, ein bisschen bunt muss das noch werden, das ist ein bisschen langweilig hier. Genau, noch ein paar krasse Sorten, die man so kennt, legendär sind. Genau. Und die werden wir dann alle zusammen mixen, in eine Schüssel, ein bisschen zusammen crunchen und dann probieren mit einem Löffel und Milch. Mit Milch noch, ne, und dann mal gucken, wie es schmeckt. Wird auf jeden Fall bestimmt süß. Jawohl. Kleines Experiment. Ja, Mann. Ja, gehen wir einkaufen, würde ich sagen, ne? Würde ich sagen, fahren wir los. So, Marvin, mach mal an die Möhre hier, komm. Ja, gehen wir mal hinten, Junge. Die Klappen auf, oder? Das ist ein Kaltstart mit offenen Klappen. War einfach nur brutal, Mann. Einfach, boah, guck mal, er ist schon hier drin, Alter. Ich komm nie klar auf diesen Wagen. Okay, wir machen mal die Klappen zu hier wegen den Nachbarn. Ja, Mann. Kurz. Wollen ja nicht misshandeln. Okay, Mann. Wir fahren jetzt erstmal ein paar Snacks kaufen. Brauchen welchen Laden sollen wir? Sollen wir Rewe? Oder Rewe? So? Ich glaube, Rewe hat die, den Rest. Wo hast du die gekauft? Die jetzt bei Real geholt. Okay, dann gehen wir Rewe den Rest holen. Ich habe meine Linsen vergessen. Oh, meine Harry Potter Brille. Ah, schickes Teil. Harry Potter. Marv Potter, Leute. Nice. Und? Sehen wir schon besser? Ja, sehen wir schon besser. Sollen wir wie aussieht? Marv Potter am Start. Schick, schick. Let's go. Leute, der Himmel. Es wird, glaube ich, gleich regnen, ey. Alter, sieht aus, als würde die Welt gleich Donner, runternehmen. Alles, Alter. Donner, alles wird am Start sein. Wuhu. So, Leute, wir sind jetzt hier bei Rewe. Gerade geparkt. Jetzt gehen wir mal rein und gucken nach guten Cornflakes, let's go! So, wir sind jetzt auf der Suche nach den Cornflakes, Mann. Wo sind die also? Cornflakes, Cornflakes, Cornflakes. Nein, Klopapier brauchen wir nicht. Hundefutter können wir auch reinmischen, oder? Ja. Hier. Ah, oder? Nee. Auch nicht. Aber hier, warte. Leute, hier sind die Cornflakes. Hier, oder? Ah, ne, hier sind die, hier sind die kräftigen. Oh, da sind sie. Leute, nice. Fruit Loops. Oh, und hier. Oh mein Gott. Unicorn Fruit. Komm, ah, das sind aber die gleichen, ne? Limited. Oh ne, wir nehmen beide. Limited Edition. Limitiert, Leute, die nehmen wir. Oder wir nehmen die einfach. Oder die. Hauptsache, diese bunten Dinger. Limited. Ja, ansonsten haben wir schon sehr viel. Cineminis haben wir. Tresor, Nest. Boah, wir haben vieles, Mann. Hatten wir die schon? Frosties? Ich glaube nicht. Die ganz normalen? Ja. Ne, das sind Basic, die hatten wir jetzt nicht. Okay, dann die noch. Okay, Cineminis hatten wir. Ansonsten hatten wir wirklich. Die haben wir auch. Aber hatten wir auch normale Cineminis? Ja, hatten wir auch. Okay, die? Die hatten wir nicht, ne? Die nicht, ne? Kann man auch noch mal mitnehmen. Nehmen wir mal mit. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Wir hatten gar nicht viel mehr aus. Nix mit Weiß, ne? Eigentlich also ist gar nicht so viel, wie man immer denkt. Aber wir haben schon 13 okay. Packungen, ne? Ist ja schon ein ordentliches. Dann? Aber warte, diese einen Kissen. Okay, die sind ja wie Tresors, ne? Ja, die sind so billig halt, ne? Ja, genau. Aber gibt's hier auch nicht. Ich würde sagen, Mann, wir haben eigentlich alles. Wir haben alles am Start. Hier ist noch, hier vielleicht noch so. Ah, so auch Haferflocken. Gesund. Gesund auch noch. Ist ein so ein Schoko oder so ein. Ach so, so ein Mix mit Haferflocken. Hier sind Erdbeer. Ja, nimm das mal mit. Warum nicht? Nehmen wir das noch. Haben wir alle Geschmacksrichtungen safe. Hauen wir alles durch. Und? Ab zur Kasse. Ab zur Kasse. Dann geht's nach Hause, ne? Let's go. So, wir sind jetzt hier an unserem Plätzchen. Wir haben hier so eine Wanne, da tun wir die alle rein. Genau, hier haben wir noch so ein, wie heißt das Teil? So ein Hammer. Hier noch so ein Fleischklopf. Genau, so ein Fleischklopfer. Und können wir das dann klein machen. Ja. Und wir tun immer noch ein bisschen rein von jeder Sorte. Genau. Und ja, ich würde sagen, fangen wir von, oder ich fange von rechts an, du von links. Genau, nach und nach. Einmal hier Honey Loops, die kommen rein. Genau, am Ende kommt noch dick Milch rein und dann probieren wir mal. Hier haben wir, wie heißen die? Clusters. So. Ein bisschen davon. Dann haben wir hier Schoko Chips Kellogg's. Okay. Line Cereals. Fruit Loops. Beste. Auf jeden Fall schön bunt. Oh. Boah, die riechen auch schon so krass, ey Leute. Einfach legendär, die kennt eigentlich jeder von der Kindheit. Aber ich mochte die gar nicht so. Du mochst die immer voll. Immer mit Milch weggehauen, massenweise. Ich mochte die gar nicht irgendwie. Echt? Also schon, aber nicht so krass. Leute, Regenbogen. Ja. Leute, könnt ihr mal schreiben in die Kommentare eure Lieblings-Cerealien. Eure Lieblings-Cornflakes. Schreibt mal in die Kommis. Yeah. So, hier mit Tresor. So, hier haben wir schon mal Toppers. Kennt man auch. So Nesquik-Kugeln hier. So, Toppers. So, 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 so.
Rindermilch. Mal hier noch, oh, Zinni-Minis, Leute, Legende, ihr wisst Bescheid, die kennt auch jeder. Die ganz normale Frosties. Frosties eigentlich ein Eingeschmack oder? Ein bisschen noch Zucker. Die sind noch gezuckert, glaube ich. Ja. 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 Oh, nice. Und Zinni-Minis. Ja, nicht so viele, Alter. Oh, oh, oh. Junge. Wir wollen ja nicht, dass ihr den Geschmack dominiert, ja, ne? Soll ich ein paar rausfischen? Na, egal jetzt. Dann hier dieses Joghurt-Erdbeer-Müsli. Oh, Smacks. Zack. Nice. Und hier noch Schoko. Ne, Cookie Crisps. Diese kleinen Kekse. Ne, Toast sind das. Honey Poops oder wie die heißen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so Honig. Oh, sind so Bälle. Okay, sieht geil aus. Okay, meine sind durch. Ah, ne, hier ist noch irgendwas. Ja. Was ist das denn? Vollkornherzen kommen auch noch rein. Okay. Hier ist alles zugestellt. Ja, mal. So, die letzten sind das. So, und damit haben wir alle Müsli-Sorten drin. Okay, ich zeige jetzt mal vom Nah. So, sieht das Ganze aus. Bäm, alle Sorten sind drin. Auf jeden Fall. Erstmal zermanschen, trocken und dann kommt die Milch rein. Genau. Das ist vielleicht mit der Hand besser irgendwie. Also. Ach so. Oh, gute Idee. Ja. So, das reicht eigentlich schon, muss ja nicht übertrieben genau sein. Und jetzt kommt die Milch rein. Milch. Sollen wir die direkt hier reinkippen? Ja, und zwei Löffel. Ja. Boah, hätten wir jetzt so Riesenlöffel, wäre auch geil. Das wäre so witzig, ey. Number one. Zack, 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 zack. Und die ganze andere noch. Und rein damit. So, okay, okay, perfekt, perfekt. Einmal durchmixen das Ganze hier. Würde ich da schön gut ummischen. Noch jede Sorte erwischen. Ein ausgewogenes Frühstück. Ausgewogenes Frühstück. Wenn er zu Kräften kommt. So, wer macht das? Ich würde sagen, du machst als erster Geschmackstest. Okay, okay. Leute, ich werde kosten. Ich gucke, was alles drauf ist. Ja. Okay. Da ist wirklich alles dabei, ne? Ja. Ja. Okay, Leute. Okay. Schmeckt oder nicht? Ist voll lecker. Ist lecker? Mhm. Okay. Obwohl Frucht mit Schoko vermischt ist. Würdest du es, wenn das jetzt ein Müsli wäre, so essen? Das kann man essen, wenn man Bock drauf hat, auf den Mix. Dann probier ich's mal. Ist echt lecker, Mann. Alles dabei, Frucht und Schoko. Nice. So, schauen wir mal. Nehmen wir mal hier. Moin, Rocky. Rocky. Moin. Hier, Rocky. So, ist, glaube ich, alles drauf. Oder hier noch irgendwas Buntes, ein paar Fruit Loops. Soll's auf? Ja. Und ein Tresor noch. So. Ready? Rein damit. Was sagst du? Man kann es easy essen, oder? Also das Fruchtige dominiert. Man schmeckt am meisten das Fruchtige raus. Ich habe sogar mehr Schoko rausgeschmeckt. Echt? Und dann noch einen Löffel? Da ist vielleicht mehr Frucht erwischt, ne? Ja, dieses Joghurt, Erdbeer, schmecke ich so raus. Okay. Ja, jetzt war ein bisschen mehr Schoko, ich aber... Ich habe diese Schokokugeln rausgeschmeckt am meisten. Ganz halt diese Fruchtige. Hm, doch, ist aber lecker. Ja, kann man easy kann essen. Kann ne? Krasse Kombi auf jeden Fall. Sagen wir, fressen das jetzt auch. Genau, wir essen das jetzt auch. Tagesbedarf dann gedeckt. Mhm. Leute, war mal wieder ein kleines Experiment. Daumen hoch für mehr so Experimente, wenn wir irgendwas mixen sollen oder so. Und schreibt in die Kommentare, was wir noch so mixen können. Lasst eure Kreativität freien Lauf, was man alles zusammen mixen kann. Ab in die Kommis. Und Leute, folgt uns gerne auf Instagram und Snapchat, wenn ihr wollt. Einmal hier Marfit und hier Kelvin Fitti. Kriegt ihr mal alle Informationen, wenn was ist, Bilder, dies, das. Checkt es ab, Leute. Wenn ihr wollt, checkt gerne unsere Merch-Shop ab. Erster Link in der Beschreibung. Basic-Shirts immer noch Favorit. Einfach Longtees, knackig, geht immer fit. Es kommt wieder was Neues, Leute. Morgen oder so werden wir es ankündigen. Genau. Seid gespannt da, was limitiert ist. Limitiert ist auf jeden Fall. Und für alle, die noch nichts Limitiertes bekommen haben,
morgen oder die Tage immer aufpassen. Genau. Wir kündigen es dann noch an. Ja. Und noch schöne Grüße an Diana. Bam! Du hast die Lokaktive. Danke dafür. Wenn auch uns Grüße macht, musst du das einfach nur abonnieren. Direkt daneben auf das Glöckchen klicken, dann aktivieren und kriegst immer nur eine Nachricht, wenn man das Video hochgeladen hat. Geiler Service. Yes, dann schreibt in die Kommentare, Hashtag Lokaktiv, damit wir auch sehen, ihr habt die Glocke aktivieren. Genau, mit ein bisschen Glück bleibt mir schief wieder eine Grüße. Ich würde sagen, bis morgen. Peace!